Herzlich willkommen und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute einmal Camtasia Studio 8 vorstellen. Es gibt einige coole Neuerungen in Camtasia Studio 8 und es hat einige coole Features, die es bei Camtasia Studio 7 noch nicht gab. Und ich möchte euch einfach mal Camtasia Studio ein bisschen erklären. Ja, ich nehme jetzt selber mit Camtasia Studio das ganze Video hier auf. Das können wir einfach hier bei dieser Aufgabe hier starten. Wir können auch unsere PowerPoint aufnehmen. Also alles ist mit dabei. Also sagen wir mal, es ist sogar schon integriert. Hört sich ein bisschen besser an. Und ja, wir fangen einfach mal ganz oben an bei File, also Dateien. Wir können neue Projekte erstellen, wir können Projekte öffnen, die zuletzt geöffneten Projekte wieder öffnen. Wir können sie speichern, speichern als sonst was. Wir können dies aber auch produzieren, zum Beispiel als MP3. Oder auch als Video, zum Beispiel MP4. Eine Besonderheit, die es aber auch schon bei Camtasia Studio 7 gab, war, dass man es produzieren und gleichzeitig mit hochladen kann. Also das geht auch wieder. Dann wählt man hier nämlich Share to YouTube und dann wird hier schon automatisch HD ausgewählt. Also 1280 mal 720. Dann müssen wir weiter, müssen unseren Namen eingeben, geben noch die Beschreibung für das Video ein und schon wird's hochgeladen. Besser gesagt, es wird gerendert und nebenbei lädt's immer kleine Teile gleichzeitig hoch. Das ist ziemlich zeitsparend und auch sehr cool. Ja, wir können unsere Bilder und Videos importieren. Hier sehen wir nochmal die zuletzt aufgenommenen Sachen in unserer Bibliothek. Können wir auch nochmal Sachen importieren, exportieren. Wir können online nach weiteren Sachen suchen und ja, wir können das Programm schließen. Bei Edit ist eigentlich das Wichtigste Undo und Redo. Also Undo ist zurück und Redo ist wieder vorwärts. Wenn ich jetzt zum Beispiel Steuerung Z drücke, also ich sag mal, wir teilen das Ganze hier. So. Jetzt ist unser Film geteilt und wenn ich jetzt Steuerung Z drücke, dann wird es wieder rückgängig. Aber wenn ich es doch wieder haben möchte, dann drücke ich, was war's? Steuerung Y. Und dann wird es wieder geteilt. Also ganz einfach. Ja, wir können Sachen kopieren, einfügen und können Sachen ausschneiden. Wir können auch Sachen von der Timeline entfernen. Wir können die ganzen Sachen teilen. Wenn wir jetzt zum Beispiel unser Video ausgewählt haben, drücken jetzt Steuerung S. Oh, nein, Entschuldigung, wir drücken S. Und dann wurde das Ganze geteilt. Aber wenn wir jetzt alles geteilt haben wollen, dann müssen wir nämlich auf Steuerung Shift und Z. Nein, S natürlich. Oder habe ich mich da verlesen? Steuerung Shift und S. So, und schon wurde alles geteilt. Okay, was haben wir noch so? Sachen zur Bibliothek hinzufügen. Wir können die Clipgeschwindigkeit ändern. Zum Beispiel können wir das Ganze schneller machen. So. Und ja,
Und das Ganze wird schnell abgespielt, beziehungsweise langsam abgespielt, auch sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob es das bei Camtasia Studio 7 gab. Aber ich glaube schon. Ich weiß es gar nicht. Ja, was. Nee, das lassen wir mal besser. Ja, hier haben wir noch mal andere verschiedene Sachen, die wir hier einstellen können. Aber die sind nicht so wichtig. Hier die ganzen Sachen können wir noch hineinzoomen, rauszoomen und solche Sachen. Bei Play können wir es abspielen, ganz gewöhnlich. Das Ganze können wir auch hier direkt machen. Bei Tools, ja, können wir unseren Bildschirm aufnehmen, wir können die PowerPoint aufnehmen, wir könnten unsere Stimme auch nochmal aufnehmen, auch wenn wir jetzt zum Beispiel schon ein Video gemacht haben und wollen es nachvertonen, dann geht das Ganze auch. Ja, und die ganzen Effekte hier, die gibt's hier auch nochmal. Deswegen werde ich das später nochmal alles zeigen. Ja, wir haben Hilfe, wir können Feedback senden, nach Updates suchen. Hier haben wir nochmal genau dasselbe. Da werden wir dann ins Internet geleitet und können hier nochmal nach Tutorials und sonstiges Ausschau halten. Beim Fragezeichen auch nochmal Hilfe. So, als nächstes haben wir Record Screen. Genau dasselbe, was ich eben schon gesagt hatte, dass man den Bildschirm aufnehmen kann. Import Media, alles dasselbe. Ja, hier auch nochmal dasselbe. Hier haben wir dann unsere Auflösung. Die können wir dann auch nochmal an das Video anpassen. Wir können den Hintergrund ändern. Ob es automatisch angepasst werden soll. Ja, hier hereinzoomen und herauszoomen. Ganz normal eigentlich. Diese Hand. Ja, keine Ahnung. Zumindest, wenn man auf das Video draufdrückt, dann kann man das beliebig noch verschieben. Aber dazu gleich noch etwas mehr. Wir können in den Vollbildmodus wechseln oder wir können das als einzelnes Fenster hin und her schieben. So, hier haben wir dann unsere Anzeigendauer und wo wir uns gerade befinden. So, und jetzt geht's los. Einmal haben wir hier unsere importierten Medien, zum Beispiel hier einen aufgenommenen Bildschirm, unsere Bilder und unsere Musik. Gut. Hier können wir zum Beispiel irgendwelche Abonnieren-Buttons oder sonstiges einfügen. Wenn wir das dann gemacht haben, dann könnte das Ganze so hier aussehen. Wir haben hier unseren Button, ein bisschen Text und auch nochmal einen anderen Button. Den zeige ich euch gleich. Und zwar könnt ihr bei Library einmal verschiedene Musikstücke in euer Video hineintun. Zum Beispiel für ein schönes Intro. Oder ihr belegt das Ganze als Hintergrundmusik. So, und hier haben wir sehr, sehr schöne Templates und wirklich sehr viele. Also bei jedem Thema gibt es dann nochmal verschiedene Callouts. Zum Beispiel hier ist jetzt alles grau und schwarz. Beim nächsten hätten wir alles ein bisschen braun und orange. Und bei diesem hier hätten wir fast alles blau. Und ja, bei jedem Thema gibt es schon ein Intro,
Zum Beispiel so eins hier sieht wirklich cool aus. Und da hat sich Camtasia, die Macher von Camtasia, wirklich Mühe gegeben. So, wenn wir das Ganze hier so haben, dann sieht das noch nicht so spektakulär aus. Natürlich müssen wir das Video auch noch länger ziehen. So, aber erstmal müssen wir dann hier unseren Titel eingeben, indem wir zweimal draufklicken. Dann geben wir hier ein, zum Beispiel Intro. Wir können die Farbe je nachdem bearbeiten, was wir gerne hätten. Schriftgröße anpassen und so weiter. Das kennt ihr eigentlich alles schon. Effekte können wir auch noch einstellen. So. Okay, dann hätten wir hier jetzt schon mal unseren Text. Und das Ganze würde dann so aussehen. So. Und ihr seht schon, was auch neu ist, dass man bei diesem Intro zum Beispiel dieses kleine Plus hat. Da kann man dann die Gruppe öffnen, hat einmal seinen Text und einmal sein Video. Und ja. Das Intro kann man jetzt hier gerade nicht länger ziehen. Deswegen, upsala, mache ich das mal hier so zurück. Das auch. Gut. Theoretisch müsste jetzt hier das Video auch mit länger gezogen werden. Aber ich glaube, ich weiß auch warum. So. So, genau. Jetzt schauen wir mal. Ist auch egal. Also man müsste dann das Ganze hier länger ziehen. Beim Text geht das jetzt. Warum das jetzt hier bei dem Intro nicht funktioniert, weiß ich gerade nicht. Aber ist ja auch erstmal egal. Ihr seht, es gibt eine Gruppe und dort könnt ihr dann mehrere Texte hineintun. Ja, das Design hat sich auch ein bisschen verändert. Wir können jetzt noch mehr Ton- und Videospuren hinzufügen. Eigentlich so viele, wie wir möchten. Wir können hier unten links das Ganze vergrößern und verkleinern. Besser gesagt, erst einmal die einzelnen Bereiche sichtbarer machen. Und wenn wir zum Beispiel hier bei Minute 2 sind, wenn wir da genauer das anschauen wollen, dann müssen wir hier mit dieser Lupe das Ganze etwas hinschieben und dann haben wir das alles schön sichtbar und sehr gut erkenntlich. Ja, hier haben wir auch nochmal dasselbe, was es hier oben auch gibt. Okay, Library. Wie schon gesagt, wir können auch hier verschiedene Bilder einfügen. Sowas zum Beispiel, das ziehen wir dann einfach hier in unsere Timeline. So, dann können wir das beliebig platzieren. Wir können es vergrößern, verkleinern, wie immer eigentlich. So, und was auch neu ist, ist dieser gelbe Strich. Der zeigt uns zum Beispiel hier, dass es genau hier zentriert wäre. Oder hier. Und jetzt wäre es genau mittig. Ist auch sehr gut, damit man mal die Bilder mittig
platzieren kann oder auch gerade. Ja, wir können das ganze Bild drehen, verschieben. Es gibt massig Auswahl an den ganzen Bildern und Effekten. Hier sowas zum Beispiel. Da gibt's eigentlich eine richtige Menge. Da kann man so viel machen damit. Ja. Hier auch nochmal ein cooles Intro. So, dann wähle ich das mal aus. So, wenn ich das jetzt hier verschiebe. Ja, also dieses Intro kann man wahrscheinlich auch nicht verschieben. Also ich habe jetzt auch keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Es ging schon mal. Aber wie gesagt, das ist ja nicht so schlimm. Wir können die ganzen Ebenen oder Videospuren sperren und entsperren. Wir können unsere Videos und Bilder und Musikstücke in alle Videospuren hineinschieben. Bei Callouts haben wir hier nochmal so verschiedene Bilder, zum Beispiel Pfeile. Aber wir haben auch Text. Zum Beispiel Hallo. Was haben wir noch so? Wir haben einen Marker, der dann einen bestimmten Bereich markiert. So zum Beispiel. Was haben wir noch? Können hier das Ganze auswählen. So. Wir können einen bestimmten Bereich sichtbar machen. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ja, man sieht schon, dieser kleine Bereich hier wird dann sichtbar und der andere wird ein bisschen unscharf. Das kann man hier nochmal beliebig ein- und ausblenden. Also die Zeit, in der das langsam eingeblendet wird, kann man hier nochmal einstellen. Die Intensität können wir einstellen. So zum Beispiel. Ja. Hier haben wir auch nochmal verschiedene Sachen, zum Beispiel, ob das dann am Ende pausieren soll und sowas. Dasselbe geht auch mit diesem, nur dass es dann unkenntlich wird. Da können wir dann auch wieder die Intensität einstellen. Wunderbar. Hier haben wir es dann verpixelt. Hier haben wir ein K. Was das jetzt genau bringen soll, weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Ja gut. Das ist ja jetzt erstmal auch nicht so wichtig. Ja, dann haben wir noch mal Zoom in. So hier zum Beispiel. Dann wird nur ein bestimmter Bereich sichtbar.
So hier zum Beispiel. Wir können das hier auch nochmal skalieren. Wir können das 1 zu 1 machen. Anpassen. Aber wir können es auch selber auswählen, wie schon gesagt. Ja. Das Video können wir dann auch wieder beliebig platzieren und ich würde euch jetzt gerne nochmal zeigen, man kann auch so, man kann auch mehrere Videos in ein Video machen. Also zum Beispiel Bild in Video oder Bild in Bild oder Video in Video. Das würde auch alles prima funktionieren. Ja, Audio können wir nochmal Audio Punkte setzen, können das dann Ganze lauter und leiser machen. Und ein wichtiges, cooles Feature ist noch die Übergangseffekte. Und überall, wo so etwas Gelbes eingeblendet wird, dort können wir dann auch unsere Effekte hinsetzen. Wenn das Ganze dann gemacht wurde, dann sieht das Ganze so aus. Wir können die Effekte verlängern und verkürzen. So. So hier zum Beispiel wirklich gute Effekte. Ja, was haben wir noch? Cursor-Effekte, ob der Cursor dann blinken soll. Und das kann man dann eigentlich auch nochmal, wenn man das Video aufnimmt, einstellen. Das geht jetzt leider gerade hier nicht. Aber es würde funktionieren. Ja. Dann haben wir noch die Stimmaufnahme, wie schon gesagt. Bildschirmaufnahme genau dasselbe. Camtasia. Können wir hier irgendeinen Text eingeben. Und dieser ist dann eine Art Wasserzeichen. Wir können irgendwelche Quizfragen hier in den Raum stellen. So zum Beispiel. Und ja, können das Ganze auch nochmal bearbeiten. Und das Letzte, was noch im ganzen Programm zu erklären wäre, wäre hier dieses Einstellungsrad. Hier können wir nochmal die Marker sehen, also die Markierungen sowie die Quizfragen. Okay, und das war's auch schon. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, euer Society Technik Team.